den wir hier verstehen müssen. That in this case it is obvious that it is the atmosphere of the music that determines what you are going to feel and not the words. Denn in diesem Fall ist ganz klar, dass es die Musik ist, die darüber entscheidet, wie wir uns fühlen, wenn wir sie hören, und nicht der Text. If it was the words that were going to be the most significant part that tells you how you should feel when you're listening to music, wenn es der Text wäre, die Worte, die darüber entscheiden, wie wir uns fühlen, wenn wir die Musik hören, then somebody please tell me, why do we need music at all? Dann muss mir jemand erklären, warum wir die Musik überhaupt brauchen. What's the point? We can just read poetry. Wozu denn? Wir könnten es doch einfach lesen, ein Gedicht. The fact of the matter is that the language of music itself. Der Punkt bei der Sache ist, dass die Sprache der Musik an sich creates an atmosphere, sends an emotional message to the person listening. Eine Atmosphäre schafft, dass sie an uns eine Botschaft sendet. And I think that is, when one looks at it from this perspective, it is a common sense conclusion. Und wenn man das so betrachtet, dann ist es wirklich ein logischer Schluss. Es ist der gesunde Menschenverstand, der uns das sagt. If you wanted to create an atmosphere of anarchy and aggression, what kind of music would you use? Wenn wir eine Atmosphäre erzeugen wollten von Anarchie, von Gewalt, was für Musik würden wir dann heraussuchen? Would you use Richard Clayderman's piano music? Würdet ihr etwas von Richard Clayderman nehmen, Klavier? Do you have to have words to communicate that? Brauchen wir Worte, um das zum Ausdruck zu bringen? Of course you don't. Nein, natürlich nicht. You see, for every single kind of emotion, you can find a form of music that communicates that emotion. Für jede einzelne Art von Empfindungen, die wir haben können, gibt es auch eine passende Musik, die genau diese Gefühle herüberbringt. Maybe another point, just to make it even clearer. Wir können es noch klarer ausdrücken, ein anderer Punkt. I'm going to demonstrate it by speaking about the spoken language. Und ich möchte das hier mal demonstrieren, indem ich etwas sage. If a baby of 3 months old is going to grab something it's not supposed to touch and the mother says no. Wenn ein Baby vielleicht 3 Monate danach etwas greift, was es nicht soll, und die Mutter sagt nein. What does the baby understand first? Was versteht das Baby zuerst? The language, the words the mother speaking, German, English, or the tone of the mother's voice? Die Sprache, das Wort, das die Mutter benutzt, oder ihren Tonfall? Well, we all know the answer to that question, the tone. Ja, wir kennen alle die Antwort auf die Frage, es ist der Tonfall. Now there are different ways of saying no. Es ist einfach die Art und Weise, wie man nein sagt. If a child was going to step out in front of a truck, well, you might shout no. Wenn ein Kind in der Gefahr steht, vor einen LKW zu laufen, dann kann man sogar rufen, nein. But it is the tone of the voice that communicates that emotion that is suitable for that particular message. Der Tonfall der Stimme bringt also die Botschaft, die eben für die Situation passend ist. And in every single language of the world, when people say no, no matter what language it is, und in jeder Sprache dieser Welt, egal welche, wenn da jemand nein sagt, for all different kinds of occasions, for example, if somebody jumped out in front of a truck, egal für welche Gelegenheit, sagen wir, jemand läuft vor einen LKW, people will use the same tone of voice. Da werden die Leute denselben Tonfall benutzen für diese Situation. In other words, our basic way of communicating our emotions, no matter what culture you are from, our basic emotional communication is the same. Anders gesagt, die Art und Weise, wie wir Gefühle herüberbringen, wie wir Gefühle kommunizieren, ist, egal in welcher Kultur oder Sprache wir uns befinden, grundsätzlich dieselbe. In other words, if you told somebody you loved them, let's say the person that you were romantic with, you told them you loved them. Oder anders gesagt, bei dieser romantischen Gelegenheit sagt ihr jetzt eurem Gegenüber, ich liebe dich. You would use the same tone of voice as somebody who lives in Africa or India. Different language, but same emotional communication. Da würdet ihr denselben Tonfall benutzen wie jemand, der in Afrika oder Indien lebt. Es ist eine andere Sprache, aber dieselbe Art der Kommunikation. Let's put it this way. Ich möchte es so ausdrücken. Let's talk about a romantic evening.
Nehmen wir noch mal diesen romantischen Abend heraus. And this is a romantic evening where now you are going to for the very first time tell this person that you love them. Und an diesem romantischen Abend wollt ihr zum ersten Mal der Person euch gegenüber sagen, dass ihr sie liebt. And it's, you wait for that perfect moment. Und ihr wartet auf diese goldene Gelegenheit. And then the moment comes. Und dann ist sie da. And you lean forward and you look that person in the eyes and you say. Und sie lehnen sich nach vorne und schauen ihr in die Augen und sagen: Ich liebe dich. Okay, is everybody awake? Well, they would probably evaporate in front of your eyes. Wahrscheinlich würde sie vor Schreck sich in Luft auflösen, direkt vor ihren Augen. Well, you might run off to them as they are running out the door. Und vielleicht lauft ihr auch noch hinterher, während sie die Tür hinausläuft. And you might say to them, you don't understand. Und sagt vielleicht, aber du hast mich nicht verstanden. It's not how I say what I say that's important, it's what I am saying. Es geht doch nicht darum, wie ich es gesagt habe, sondern welche Worte ich gebraucht habe. They will think you even more mad than they thought you were in the first place. Aber dann wird sie euch erst recht für verrückt erklären. But you must see the point here becomes very clear. Der Punkt ist eigentlich ganz deutlich jetzt. Especially when you consider that the same brain centers that are used for deciphering and discerning the language of music is the same brain center that is used for the spoken language. Besonders wenn man sich klar macht, dass die Entzifferung zu verstehen, was gesagt wird, da wird derselbe Teil im Gehirn wird gebraucht für Sprache wie für Musik. Das ist dasselbe. Because both are mediums for communicating emotion. Denn beide Kanäle werden gebraucht, um Gefühle rüberzubringen, zu transportieren. You see, the problem is that there are many people, and unfortunately, especially Christians. Leider ist es so, und leider sind es auch viele Christen, who use this kind of logic when it comes to music. Die aber genau diese Art von Logik vertreten, wenn sie über Musik sprechen. It doesn't matter what kind of music you use, as long as the words are okay. Es ist egal, was für einen Musikstil du einsetzt, solange nur die Worte in Ordnung sind. What happens if the words don't complement what the music is saying? Aber was passiert, wenn die Musik nicht zu dem passt, was die Worte ausdrücken? What happens if in the song the words are saying Jesus loves you? Was passiert, wenn die Worte sagen Jesus liebt dich? Or the words are talking about the everlasting gospel or whatever Christian topic? Oder der Text handelt vom ewigen Evangelium oder etwas anderem Christlichen. But the music is saying something completely different. The music is saying anarchy or whatever. Und die Musik sagt vielleicht etwas völlig anderes oder Gegensätzliches, zum Beispiel Anarchie. In other words, the words are saying I love you, but the music is saying I love you. Oder anders ausgedrückt, die Worte sagen ich liebe dich, aber die Musik sagt ich liebe dich. There's got to be some kind of complement happening between the two mediums. Diese zwei Medien, Text und Musik, die müssen einfach zusammenpassen. Sie müssen sich ergänzen. Some people say, well, it's all got to do with your culture. Manche Leute werden sagen, ach, das ist alles eine Frage der kulturellen Prägung. You can't expect people in Africa to hear music and respond to music in the same way as, for example, people in the West and vice versa. Man kann nicht davon ausgehen, dass Leute in Afrika auf dieselbe Art und Weise auf Musik reagieren wie zum Beispiel in Europa und umgekehrt. And I just use Africa as an example. Und ich nehme Afrika jetzt nur als ein Beispiel. Because in Africa they play music in the, that is very different. Denn in Afrika wird ganz andere Musik gespielt. It's their culture. Es ist ihre Kultur. In fact, Europeans, when they picture African music. Es ist ja meistens ist es so, wenn Europäer an afrikanische Musik denken. They normally think of people on a night with a full moon and a big fire. Dann denken sie meistens an eine Nacht mit Vollmond, da ist ein großes Feuer. And with people banging on big drums and they dancing around the fire. That's what they think of when they think of African music. Und die Leute trommeln auf große Pauken und sie tanzen um das Feuer. Das ist für sie afrikanische Musik. Well, they do that sometimes, yes. Ja, tatsächlich. Manchmal passiert sowas wirklich. But you see, the fact of the matter is in Africa you have a variety of different kinds of musical expressions.
Aber tatsächlich ist es so, dass es in der afrikanischen Musik sehr, sehr unterschiedliche Ausdrucksformen gibt. They do dance to the music where they are playing drums. No doubt, that is very rhythmical. They dance to that music. Sie tanzen zu dieser Musik und spielen auch die Trommeln dann dazu. Das ist sehr rhythmisch. Well, we do that in the West as well. No different. Aber das machen wir im Westen genauso. You can go to any club, discotheque and rave, and you can hear people dancing to rhythmical, heavy drum beats. It's exactly the same. They're white people, not Africans. Wir können in irgendeine Disco gehen oder einen Club und da sehen wir, wie die Leute zu dieser sehr rhythmisch betonten Musik tanzen, genau wie in Afrika. In Africa, a shepherd might write a simple melody, a beautiful little tune with an African flavor about his sheep. For example. Vielleicht gibt es in Afrika einen Schafhirten und er schreibt da eine wunderschöne Melodie, vielleicht so mit dem afrikanischen Touch ein bisschen, über seine Schafe. Or he might write a love song about the woman he loves in the village. Und vielleicht schreibt er auch ein Liebeslied über die Frau im nächsten Dorf, die er liebt. And it will also be a lovely soft melody but with an African flavor. Und dieses Lied hätte eine angenehme, süßliche Melodie, vielleicht etwas afrikanisch gewürzt. And you might find some of the most beautiful harmonic, should we call it vocal choir music in Africa, where people sing together in harmony. Und einige der schönsten, harmonischsten Chorstücke, die könnte man in Afrika vorfinden, wo die Leute zusammen singen. And these may all have an African flavor. I don't know, but flavor, Geschmack, African Geschmack. Yeah. Ja, und alle davon könnten so einen afrikanischen Touch haben, so ein afrikanisches Aroma. But they are all different. Aber dennoch sind alle anders. For example. Zum Beispiel. And now this will make the point very clear. Und da wird euch das ganz klar werden, was ich sagen möchte. If a mother in Africa wants to use music to put her child to sleep. Wenn eine Mutter in Afrika ihrem Kind ein Wiegenlied vorspielen möchte. What does she do? Does she take out big drums and start banging on them so the child will go to sleep? Was macht sie dann? Holt sie die großen Trommeln raus und schlägt darauf rum, damit das Kind schläft? Of course, you're probably saying, well, don't be stupid. Obviously not. Aber natürlich, das wäre ja dumm. Das macht sie nicht. No, exactly. That's the point. Ja, das ist, darum geht es genau. A mother will sing a beautiful, soft African lullaby with an African flavor so that the child can gently go to sleep. Die Mutter würde ein wunderschönes afrikanisches Wiegenlied singen mit einem etwas afrikanischen Klang, so dass das Kind einschlummern kann. Because the mother in Africa understands, in spite of her culture, denn eine afrikanische Mutter versteht genau trotz ihrer Kultur, that when that kind of emotional communication comes through the music, that tone, that will facilitate the child going to sleep. Dass wenn die Musik diese Art von Emotionen, von Gefühlen transportiert und rüberbringt, dieser Tonfall, dass das Kind dazu bringen wird, einzuschlafen. It's exactly the same with a mother in the West. Eine Mutter im Westen würde das genau so machen. It might have a more Western flavor and it might have a Western, well, the language we speak in the West, but the basic principle of music remains identical. Es wäre sicherlich ein etwas westlicherer Touch, es würde mehr westlich klingen und natürlich auch die Sprache wäre unsere, aber die grundlegenden Prinzipien wären genau identisch. In other words, the understanding of communication through language and music. Anders gesagt, die Prinzipien der Kommunikation zu verstehen anhand von Sprache und Musik. The understanding of how you use loud and soft and use melody and so on to elicit different responses. Die Prinzipien von Lautstärke und wie man einen gewissen Tonfall benutzt, um eine bestimmte Reaktion zu erreichen. It is identical in every single culture. Diese Prinzipien sind in jeder einzelnen Kultur, die wir haben, gleich. The only difference is that in every culture they will communicate their flavor that through the, in other words, the way they use harmony and melody, they will communicate that flavor through the music, but the principles remain the same. Die Prinzipien sind dieselben, auch wenn in jeder Kultur der Einsatz von bestimmten musikalischen Elementen, also Melodie und Harmonie, eine etwas andere Färbung hätte.